Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley, wo wir heute einen Schuppen bauen werden. Zumindest ist das der Plan. Und ihr habt mir einen Trick verraten, was ich mit der Supersegurke machen kann. Was ganz witzig sein soll, ich probiere es aus. Wir werden feststellen, ob es funktioniert. Erstmal werde ich hier ein bisschen, glaube ich, mein Lager leer machen. Oder mein Inventar leer machen, das sehr, sehr voll ist. Einmal hier rein. Die ganzen Fische packe ich mal hier rein. Zack. Du kannst auch noch hier hin, weißer Thun. So viel Thunfisch. Und Iridium-Qualität. Nice. Dich muss ich mitnehmen. Ich mag dich nicht vergessen. Du kannst hier rein. Der Angelköder auch. Du. Und ihr beide. Was soll ich euch verkaufen? Ich packe euch erstmal hier rein. Das wird schon irgendwie werden. Bin mal gespannt. Guten Morgen, Oskar. Kriegst sogar was zu trinken, weil ich ein lieber Katzenpapa bin. Hier rein. Hey Slurp, danke für die Hilfe mit dem Fisch. Die Natur ist normalerweise gut darin, die Dinge im Gleichgewicht zu halten, aber manchmal können künstliche Faktoren ein Ungleichgewicht verursachen. Ich habe einen Entwurf aus einem Wissenschaftsmagazin beigefügt, der für dich interessant sein könnte. Hofrechner. Ah, krass. Der ist ganz witzig, auch wenn ich den viel zu selten benutze, Köderhersteller. Ich bin gerade verwirrt. Sollen wir den mal bauen? Können wir den bauen? Eisenbahn, Seeigel, Koralle. Können wir machen. Eigentlich suche ich aber den Hofrechner. Hier. Zwergengerät, Batterie, verfeinerter Quarz. Scannt den Hof und zeigt nützliche Informationen an. Das ist so, der zeigt an, wie viele Felder haben wir, wie viele Felder sind gegossen, wie viele Felder müssen noch gegossen werden. Das ist eigentlich ganz witzig. Hier wären zumindest die Korallen. Gerade wieder beim Köderhersteller. Hier hätten wir das. Aber wo sind denn... Wo ist denn der Seeigel? Habe ich überhaupt einen? Ich sehe jetzt spontan keinen. Ich dachte, ich habe einen. Naja, so kann man sich irren. Wir ernten hier mal. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal hier um Hofangelegenheiten. Und dann schauen wir nach dem Schuppen. Tschüss, Kartoffel. Nice. Dich kann ich auch verkaufen. Oder wir können daraus glasierte Süßkartoffeln machen. Ich weiß nur nicht, ob sich das rechnet. Verdient man damit mehr? Wir könnten das ja mal ausprobieren an einer. Ist hier noch irgendwas gewachsen? Nein. Wo sind meine Rezepte? Kochrezepte? Glasierte Süßkartoffel. Was brauche ich für dich? Wo bist du denn überhaupt? Spiegelei, Omelette, gebackener Fisch, Pastinakensuppe. Hier. Süßkartoffel und Zucker. Wir können ja mal bei Pierre nichts kaufen, weil heute Mittwoch ist. Aber ich würde die Süßkartoffeln gerne mal ausprobieren, was wertvoller ist. Das wäre ganz spannend. Hier können wir erstmal die Aubergine aber verkaufen. Wir kaufen die Preiselbeeren, davon haben wir auch noch eine ganze Menge. Die Brombeere würde ich ganz gerne eigentlich hier in meine Kiste packen. Bist du hier drin? Jetzt schon. Okay, hier wird noch gearbeitet. Wir gucken mal nach Banana. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr. Hallo, Weizen. Quack, quack. Schau mal hier. Und wir müssen mal gucken, ob der Buchhändler mal wieder da ist oder wann der kommt. Aber wir müssen ja eh gleich in die Stadt, von daher ist das ganz praktisch. Wir können auch hier noch unser Ticket einlösen. Rest sieht gut aus. Wir behalten den mal in den Händen im Inventar. So, euch gieße ich nochmal. Gucken wir gleich nach dem Weizen, wie weit der ist. Den könnte ich ernten. Soll ich das schon machen? Ich lasse dich nochmal einen Tag stehen, weil du cool aussiehst. Das sieht schon schön aus, oder? Muss man ja auch mal sagen. Den ganzen Hof voller Weizen sieht bestimmt cool aus. Ich muss immer an diese eine Stelle denken, wenn ich Weizenfelder sehe, aus Gladiator, wie er durch das Weizenfeld läuft und so seine Hände über die Weizenspitzen fahren lässt. Ah, mega guter Film. Kann ich mir mal wieder angucken. Achso, Käse. Käse, 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 Käse. Noch eine zweite Heizung kaufen für die Hühner im Winter. Das könnten wir eigentlich auch heute machen. Ich schmeiß dir gerade mal was rein.
Ah, ich hätte sogar noch einen stecken gehabt. Ah, verdammt. Vergessen. So. Dann einmal hier rein mit dir. Gut, gut. Ja, wir lassen die Felder jetzt so. Ich baue jetzt nichts mehr Neues an. Das wäre, glaube ich, ein bisschen Quatsch. Hallo, Eichhörnchen. Den Schuppen wollte ich eigentlich noch einen Auftrag geben. Machen wir gleich. Wir gehen gleich hoch zu Robin. Ich gucke mal ganz kurz nach dem Los und ich will das mit der Super-Seegurke ausprobieren. Und dann bin ich ein glücklicher Mensch, wenn ich es schaffe. Guck mal hier, ob wir irgendwas Cooles finden. Ein Lachs. Gucken hier nochmal in die Mülltonne. Nix. So. Cool, noch ein Baum. Apfelsetzling. Was kommt als nächstes? Ah, das Liebesbuch. Und eine Baseballkappe. Wie cool ist das denn? Es gibt so coole Sachen hier in diesem Inventar. Stark. Den Apfelsetzling werden wir auch pflanzen. Ich weiß nur noch nicht 100% wo, aber das ist nicht so schlimm. Und jetzt muss ich irgendwie hier hoch reinkommen. Und dann hieß es, wenn ich da in diese Kiste, hier in die Kiste was reinmache, dann passiert irgendwas Witziges. Ich muss aber erstmal versuchen, da reinzukommen. Irgendwie wird das möglich sein. Frag mich doch mal, wie. Ah! Bin ich mit dem Schwert irgendwie da durch? Hast du diesen Trick? Nein. Wie komme ich denn da hin? Hier! Tatsächlich. Wie cool. Und jetzt hier die Super-Seegurke rein. Hä? Ah, das habe ich schon mal gemacht. Schon sehr lange her. Ich erinnere mich an dich. HMTGF. Was heißt das? Hallo, mein treuer Gefährtenfreund. Ich glaube, das heißt es. Ich bin extrem gut in verschlüsselten Botschaften lösen. Und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Cool, vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte es schon wieder vergessen. Ich habe das, wie gesagt, schon mal gemacht. Aber, der Wald ist ein wundervoller Ort. Warst du schon mal dort? Wald? Ja, ziemlich häufig. Guck mal hier in die ganzen Bücher rein, die wir noch gefunden haben. Weil das ist eine ganze Menge. Vogelscheuchen. Sobald du eine ganze Menge Pflanzen auf deinem Hof anbaust, musst du auch mit Krähen rechnen. Am Morgen merkst du vielleicht, dass die Krähen aus deiner harten Arbeit ihr Frühstück gemacht haben. Um diese lästigen Tiere fernzuhalten, kannst du beispielsweise eine Vogelscheuche in der Nähe deiner Pflanzen aufstellen. Aber denke daran, dass Vogelscheuchen nur für einen bestimmten Umkreiswirkung zeigen. Auf einem großen Hof wirst du mehrere brauchen. Vogelscheuchen merken sich, wie viele Krähen sie verscheucht haben. Du kannst dadurch feststellen, ob sie an einer guten Position stehen. Sammlervogelscheuchen sind nicht nur zur Zierde da, sie funktionieren genauso wie das normale Modell. Raben und Krähen sind ultra schlaue Tiere. Und ich habe letztens gelernt, dass, ich glaube, es waren aber Raben, nicht Krähen. Raben merken sich, wenn sie geärgert wurden von einer Person. Es gab irgendwie so einen Test, da wurde einer Person eine Affenmaske aufgezogen und die hat einen Raben geärgert oder ihr immer wieder Essen vorgehalten und dann weggenommen. Und der Rabe hat sich über 5 bis 6 Jahre lang gemerkt, dass diese Person mit der Affenmaske ein Feind ist oder da ist, um sie zu ärgern. Und hat dem restlichen Rabenvolk, wie heißt es denn, Rabenschwarm, anscheinend mitgeteilt, dass diese Person ein Feind ist. Und dann haben die den, also immer wenn die Person mit der Maske irgendwie in den Versuchsbereich kam, haben sie ihn attackiert. Total abgefahren. Raben sind so schlau. Das Geheimnis der Sternfallfrucht. Seit tausenden von Jahren sind Leute von den mysteriösen Kräften der Sternfallfrüchte fasziniert. Aber keiner weiß, woher sie kommen. Professor R.J. Kuttler, einer der leitenden Forscher auf dem Gebiet seltsamer Früchte, sagt Folgendes. Wir haben Spuren von genetischem Material auf Meteoriten gefunden, die der Sternfallfrucht sehr ähneln, aber in Übereinstimmung ist noch nicht bewiesen. Abgesehen von ihren rätselhaften Ursprüngen ist diese eigenartige Frucht ungewöhnlich schmackhaft. Manche behaupten sogar, dass sie denen, die sie essen, spezielle Kräfte verleiht. Reise des Berry-Königs, der Bombenerfolg unter den Videospielen. Wusstest du, dass jeder, der Reise des Berry-Königs abschließt, automatisch an einer Auslosung einen besonderen Preis teilnimmt?
Wusstest du, dass der Entwickler gesagt hat, dass der Protagonist auf einer echten Person basiert? Ein wahrer Cowboy-Held von einer Prärieinsel in der Edelsteinsee. Cool. Megaspiel, müssen wir mal wieder zocken. Eine Studie über Diamantenerträge. Nach langer Recherche in den Minen habe ich das Gefühl, etwas über das Auftreten von Diamanten gelernt zu haben. Meine Untersuchung umfasst nur die Steine, die in den Minen verstreut sind, die mit einer Spitzhacke zerkleinert werden können. Mineralerträge aus anderen Quellen benötigen eine weiterführende Forschung. Diamanten scheinen sich erst auf den Ebenen 50 oder tiefer zu formen. Auf Ebene 50 beherbergt einer von 500 Steinen Diamanten. Nach Ebene 50 erhöht sich das Auftreten von ungefähr 0,000016 pro Ebene. Ein wirklich seltenes Steinchen. Jeder kann mal kontrollieren, ob ich eine Null zu viel gesagt habe, bitte. Ich glaube schon. Leitfaden für Braumeister. Ah, das Brauen, der charakteristische Geruch von Hefe, der durch den Zedernholzspeicher weht, der blumige Beigeschmack von frisch geschnittenem Hopfen an einem Winterabend. Aber ich schweife ab. Du bist vermutlich eher an den praktischen Seiten des Brauens interessiert. Und zu brauen brauchst du zunächst ein Fass. Wie du das zusammenbaust, überlasse ich dir. Diese Fässer können für verschiedene Produkte genutzt werden. Mit Gemüse gefüllt produziert das Fass Saft. Saft benötigt die kürzeste Zeit zur Herstellung. Wenn Getreide in das Fass gefüllt wird, kannst du Bier brauen. Die Bierherstellung braucht etwas länger, aber es ist ganz schön profitabel. Hopfen im Fass produziert das beliebte helle Bier. Früchte in einem Fass ergeben Wein. Wein braucht am längsten, aber Wein aus den feinsten Früchten ist eine ganze Menge wert. Sei geduldig mit deinem Fass. Du kannst erkennen, dass es fertig ist, wenn es komplett stillsteht. Und trinke nur in Maßen oder du wirst es womöglich bereuen. Cool. Hätten wir das auch? Achtung, ich will zuerst durch. Ah, Mist. Was wollte ich jetzt machen noch? Wir haben 14.10 Uhr. Ich wollte meinen Schuppen bauen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit bis zur Robin. Aber das machen wir auf jeden Fall. Ich habe Holz dabei, ich habe Geld dabei. Hallo Lea. Es ist so angenehm, am Fluss zu leben. Kann ich dir noch was schenken? Du magst Treibholz, aber ich habe jetzt kein Treibholz dabei. Kann ich dir mit was anderem eine Freude machen? Magst du ein Brokkoli? Das ist wirklich ein nettes Geschenk. Danke dir. Yay! Lea. Ah, ich glaube, ich hätte anders laufen können. Oh, das ist nochmal ein Auftrag. Gucken wir uns gleich an. Ich mag jetzt nur den Schuppen noch bauen, bevor ich wieder eine Millisekunde zu spät bin. Und Robin beschließt, oh, ich habe Feierabend. Nein, ich bin doch gerade, ich würde dir sehr viel Geld geben für den Auftrag. Ja, Feierabend. Hast ja auch recht, Feierabend ist Feierabend. Willkommen. Hofgebäude errichten. Schuppen. Ah, Silo müssten wir auf jeden Fall eigentlich auch nochmal bauen. Aber Schuppen ist mir erstmal wichtiger. Bauen. So, ich... Verdammt. Ich wollte es eigentlich hier so cool hinbauen, aber jetzt habe ich mir alles selbst hier zugebaut. Das heißt, wir bauen es jetzt erstmal woanders hin und dann versetzen wir ihn. Oh, wir können es auch hier hinbauen. Vielleicht ganz witzig. Hier. Ah, dann ist der Brunnen aber verdeckt. Das wäre schade. Ah, ich... Bin aber auch nicht so smart. Ich wollte den Schuppen direkt hier dran bauen. Das machen wir auch noch. Aber. Ich habe die Fässer halt noch da stehen. Hier ist mir das schon wieder fast so weit weg. Wer ist denn hier? Wer ist denn, wenn wir es erstmal hier hinbauen? Ist das klug? Ja, ist es. Habe ich gerade beschlossen, dass es klug ist. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäude Schuppen zu arbeiten. Danke dir. So, nächster Schritt ist, wir gucken mal auf der Tafel, was noch zu erledigen gibt. Vielleicht ist hier ein cooler Auftrag dabei. Ich wollte nach dem Buchhändler schauen, aber ich glaube, da habe ich jetzt kein Plakat gesehen, dass der da wäre. Nein, Buchhändler ist nicht da. Wann kommt er denn aber wieder? Ich soll gerade mal nachschauen. Oh Gott, erst nächsten Monat. Geisternacht. Heute George Geburtstag. Die als Tintenkind bekannten Monster bringen das elementare Gleichgewicht ins Schwanken. Ich wünsche, dass ein Abenteuer in die Minen geht und zwei von diesen Biestern erledigt. Boah. Tintenkinder. Welche Ebene gibt's die denn? Ich fahr mal schnell. Moment. Tintenkinder. Tinten Stardew Valley. Tinten. Stockwerk 81 bis 119. Oh, die hätte ich aber tatsächlich nicht erkannt.
Wusste nicht, dass die so heißen. Wir gehen trotzdem mal in die Minen. Ich nehme den Auftrag an. Wie viel soll ich? 2. Die sind relativ selten, glaube ich sogar. Wir gucken mal. Voll beladen. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal zurückgehen. Wir gehen direkt in die Mine. Oh, ich will unbedingt schneller laufen können. Irgendwie nervt es mich in der Folge noch mehr als sonst. So ein Ticken. Nur so 5%. Das wird mir schon reichen. 5% schneller laufen. Das wäre ein Geschenk. Hallo Linus. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich mit Fremden rede. Die meisten Leute mögen keinen wilden Mann. Ich mag dich. Magst du einen Lachs? Oder ich schenke dir was Cooles anderes. Wie wäre es mit einem Müsli-Riegel? Das bringt mir nicht wirklich was. Das tut mir leid. Du baust vermutlich eine Menge interessanter Pflanzen auf deinem Hof an, nicht? Die Unterhaltung hatten wir auch schon 400 Mal gefühlt. Was habe ich jetzt gesagt? Welche Ebene? 81 bis 119. Aber dann gehen wir nochmal runter. Kind. Seht ihr ein Tintenkind? Nein. Dann können wir direkt die Leiter runter. So, voll beladen. Vorher wahrscheinlich was in die Kiste packen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Okay. Ich muss aber gerade mal schauen, dass ich mein Essen irgendwie hier hinpacke. Danke. Tintenkind? Ich dachte, das hier wären die Tintenkinder. Aber das sind diese komischen Bälle, die aussehen wie die Monster bei Doom. Diese riesigen orangen, pinken Fleischklöpse. Und ich meine, die sind relativ selten. So Feuer. Sehr viele rote Pilze, die sollten wir, glaube ich, einstecken. Oh, perfekt. Ach komm, wir gehen runter. Aber hast du alle Pilze liegen lassen? Nein. Einen habe ich eingesteckt. Diamant! Aha, ich muss gar keine Steine zerstören, um Diamanten zu finden. Vielleicht, wenn ich die richtigen Monster töte. Siege. Ja, wir suchen ein schöneres Wort zu finden, dass YouTube nicht so sauer ist. YouTube mag einige Wörter nicht. Mal hier. Tintenkind. Wo steckst du denn, mein Freund? Weiß nicht, sind wir Freunde, Tintenkind? So viele gemischte Samen. Oh, Hilfe. Zu cocky. Okay, tschüss. Direkt was essen. Oh, mal Kürbis essen. Lecker. So. Einmal hier Gold, einmal hier Jade. Mein Tintenkind. Haben wir bisher noch nicht gefunden. Zapfwesen selten. Hilfe. Hilfe. Tintenkind, bist du hier? Nein, hier ist auch kein Tintenkind. Und dann noch eine Ebene tiefer. Trotzdem ein bisschen auf mein Leben achten. Hier war doch die Treppe schon, oder? Die Leiter. Sprossi? Sprossi! Hä? Da, doch, habt ihr richtig gesehen. Aber wir holen uns hier mal den ganzen Stein. Danke. So, ein Tintenkind. Das wäre nett. Dann kann ich morgen nochmal nach dem zweiten gucken. War schlecht. Ein Tee?
Nirgends ist ein Tinti zu finden. Das ist aber der Sprossi. Auch kein Tinti. Tinti und Sprossi leben in einer Höhle. Sie sind beste Freunde. Okay, ich glaube, wir finden heute kein Tinti mehr. Von daher, wir gucken jetzt mal hier in der Ebene. Und dann gehen wir raus und gehen ins Bett. Sonst wird mir das zu spät. Nee. Kein Tinti zu finden. Na gut. Ding. Nicht in die Stadt. So, einmal ins Bett. Wir machen vorher nochmal unser Inventar leer. Gucken morgen mal nach Zucker für glasierte Süßkartoffeln. Da freue ich mich drauf. Wir müssen hier nochmal die Sachen ein bisschen aufräumen. Zack, rein mit dir. Rein mit dir. Hier einmal raus mit euch. Hier. Da können wir auch verkaufen. Ich würde ganz gerne. Ich muss mal gerade schauen, wie ich das veranstalte. Weil hier soll noch. Hier soll noch Weg lang. Machen wir mal 20. Okay. Ist das so klug? Was machen wir denn hier hin? Außer nichts. Nee, kommt hier überhaupt was hin? Ich habe da noch keinen finalen Plan. Ich glaube, wir könnten den Brunnen vielleicht hier drüben hinsetzen. Ah, bin mir echt noch unsicher. Wir können aber den Baum schon mal einpflanzen. Warum kann ich hier keinen Baum hinpflanzen? Zu nah an einem anderen Baum. Hä? Das ist doch nicht zu nah. Normalerweise müsste das doch funktionieren, dass ich ihn hier hinsetze. Oh, ich muss mal ins Bett. Sorry, das hat jetzt gerade so lange gedauert. Ich bin gerade verwirrt, warum ich da keinen Baum hinpflanzen kann. Wir verkaufen noch das Bier schnell. Das war verwirrend. Na gut. Muss ich gleich nochmal schauen. Ganz in Ruhe. Achso, ich muss hier diese Statue noch irgendwo aufstellen. Du bist sehr schön, deshalb stehst du hier. Ach ja, ob sie sehr schön ist, weiß ich ja nicht. Da dich verkaufe ich. Hier einmal. Ich bin nach wie vor verwirrt, warum ich da keinen Baum pflanzen konnte. Ich muss aber mal das ganze Heu jetzt loswerden. Hast du noch hier rein? Ein Heuballen zum Silo hinzugefügt. Na gut. Oh, unsere Edelsteinfrüchte sind fertig. Süßen Edelsteinbeeren. Perfekt. Das heißt, ich könnte eine verkaufen. Warte mal, wir machen die hier rein. Und dich verschenke ich jetzt. Ach, 3750 ist halt so viel. Dich verschenken wir gleich unten im geheimen Wald. Gieß erstmal schnell. Schau mal, was hier irgendwie alles fertig gewachsen ist. Sonst glaube ich nichts. Wir könnten da nochmal ein paar Fässer bauen. Wir ernten unseren Weizen, auch wenn du sehr schön warst. Ach krass, es gibt auch nochmal Heu. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Dann packen wir das ganze Heu mal in eine Kiste noch, was wir jetzt übrig haben. Nein, mir ist was ins Wasser gefallen. Hier können wir ganz viele Sonnenblumen ernten. Das ist auch sehr cool. Eine lassen wir mal stehen. Oh, Inventar ist voll. Dann erstmal Inventar leeren. Oh, hier ist nochmal Mais. Auch voll. Das
2 Äpfel. Ich muss hier gerade mal gucken. Wir packen den Mais mal hier rein. Okay. So. Hier rein. Und du kommst auch hier rein. 55, eine ganze Menge. Ach, hier ist noch ganz viel Weizen. Perfekt. Weizen hier rein. Hier ist ja nochmal. Boah, mega viel. Wir können mega viel Bier brauen. Stark. Was aber auch heißt, wir sollten nochmal ein paar Fässer bauen. Ich brauche Kupferbarren, Eisenbarren, Eichenharz. Das haben wir doch alles. Mal gucken, wie viel wir haben. Wo ist denn das Eichenharz? Hier, oder? 9. Perfekt. Ich brauche schon mal ein paar Fässer. Sehr gut. Muss mal schauen, wo ich euch positioniere. Könnten wir uns jetzt gerade mal überlegen. Erstmal hier Apfel ernten. So, hier kommt der Schuppen langfristig hin. Seht ihr, wenn ich Äpfel hier reinmache. Wo baue ich denn die Fässer hin? Möchte ich das feststehen? Hier oben vielleicht ist ganz cool, oder? Dass wir die erstmal hier positionieren. Das sieht vielleicht ganz schick aus. Dann machen wir aber Folgendes. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal. Ja, das sieht nichts aus. Mache ich das denn? Oh. Ah. Muss überlegen. Zack. 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 So lassen wir. Lassen es erstmal so. Dann stelle ich hier meine Fässer hin. Okay. Und dann kann ich schon mal Weizen reinpacken auch. Wo habe ich das Weizenzeug jetzt drin? Hier? Nee, hier? Ja. Wir nehmen mal Goldweizen. Okay. Du kommst hier hin. Ich möchte gerade nichts vergessen. Ich bin gerade immer noch verwirrt von den ganzen Wegen hier. Wir gucken erstmal nach den... Oh, ich habe vergessen, hier gestern Hallo zu sagen. Das tut mir leid. Wir gießen hier nochmal. Morgen Banane. Am Strand hat ein Sardinenwahnsinn begonnen. Okay. Müssen wir auch nochmal schauen. So. Aber ich will eigentlich noch in den geheimen Wald heute und zu Pierre für Zucker. Das hat jetzt erstmal Vorrang. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Verkaufen, 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 verkaufen. Okay. Frage ist nach wie vor, warum ich hier keinen Baum hinstellen kann. Das irritiert mich. Hier schon. Aber der braucht doch nicht normalerweise 2 der Platz. Und sonst ist hier ja nichts im Weg. Sehr, sehr merkwürdig. Wird hier nicht wachsen können. Warum? Wo pflanze ich dich hin? Ich hatte eigentlich die Idee, hier die Bäume hinzubauen. Ich probiere es jetzt gerade mal nicht hier, sondern hier nochmal hin. Das wird schon irgendwie was werden. Und ansonsten platzieren wir ihn halt um. Ärgerlich, aber okay. Das muss ich mal tauschen, das nervt mich schon die ganze Zeit. So. Das sieht schöner aus. Hier muss der Weg weitergehen. Eine Banane. So. Das können wir gerade nochmal entfernen. Und das hier können wir entfernen. Zack, zack.
Zack. Zack. Wie gesagt, das sind alles nur erstmal vorrangige Wege. Das ist jetzt noch alles nicht final. So, wir gehen mal schnell in den Zundersaftwald. Habe ich jetzt allen Hallo gesagt? Ich glaube nicht. Ich habe bestimmt irgendwelche Hühner und Enten vergessen. Wo lauft ihr denn alle lang? Wir brauchen unbedingt mehr Teebäumchen auch für unsere Zäune. Und das ist auch wichtig. Kriegen wir aber auch alles hin. Hier unten. Wenn ihr so weit weglauft, ist auch schwierig. So, dann gehen wir mal schnell in den Zundersaftwald. Hey Jess. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich habe schon wieder vermasselt. Ja, warum? Ist doch gut gewesen. Und sollten wir nochmal in die Mine gehen? Soll ich nochmal Tintenkinder suchen? Weiß ja nicht. Das sind schon so ein bisschen nicht so erfolgreich. Okay. Was gibt's noch was? Ah, nice. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir eine Sternfallfrucht sogar bekommen von ihm. Cool. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Es ist merkwürdig, aber der Geschmack erinnert dich an One Piece. Deine maximale Energie wurde erhöht. Nice. Das ist so süß und lecker. So, jetzt nochmal schnell zu Pierre, bevor er zumacht. Damit wir nochmal ein bisschen einkaufen können. Ach, ich muss nochmal in die Pilzhöhle. Oh, es ist so viel zu tun gerade. Meine Gedanken sind überall, was ich noch zu tun habe, was ich alles gerade vergesse, was ich noch machen möchte. Gleichzeitig will ich gerne an meinem Hof weiterbauen. Der Schuppen ist noch nicht fertig. Ich muss das Lager bauen. Ich habe diese Pilzhöhle, hat mir schon im ersten Let's Play mich nie um diese Höhle gekümmert. Jetzt versuche ich da öfter dran zu denken. Das ist anstrengend. Dann kommt der Winter. Ich will am 28. nicht vergessen, mir mein Junimo-Plüschtier abzuholen. Ah, es ist so viel. Brot. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Guten Morgen, ihr alle. Oder guten Nachmittag eher. Hallo, Louis. Und neuer Auftrag. Suche nach Joja-Cola. Oh. Da müssen wir gleich mal Joja-Cola einkaufen gehen. So. Zucker. Wo ist Zucker? Okay. 100 für ein Zucker, das ist schon viel. So, schnell, schnell, schnell zu Joja-Mart. Ich glaube, die hätte ich mir auch bei Gas kaufen können, die Cola. Bin mir gerade nicht sicher. So. Alex, du bist doch gerade irgendwo lang gelaufen. Ich hab deine Cola. Da bist du. Perfekt. Hallo Slurp. Also hast du meinen Gesuch gesehen? Die Anzeige sieht perfekt aus. Mal sehen. Hier ist dein Geld. Wie viel Geld bekomme ich jetzt von ihm? 75. Ah ja, okay. Er war nur zu faul, selbst im Joja-Markt zu gehen. Tag. Guten Abend. Freundschaft für Anfänger. Ist das der Räucherer? Oh, wie cool. Okay, Freundschaft für Anfänger. Du freundest dich etwas schneller mit Leuten an. Mega cool. In der Kneipe ist nachts manchmal ziemlich viel los. Ich mag es, mindestens einmal in der Woche vorbeizuschauen. Das hatten wir auch schon, das Gespräch. Und ich dachte, hier wäre die Wand kaputt. Das sah gerade so merkwürdig aus. Okay. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Das stimmt. Was wollte ich als nächstes machen? Wir können nochmal glasierte Süßkartoffeln machen. Schauen in der Pilzhöhle vorbei. Es ist so viel zu tun. Und die Tintenkinder schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Hier nochmal ernten. So viel zu tun, so viel zu tun. Und hier komme ich wieder nicht durch. Ich freue mich, wenn unser Lager fertig ist und wir dann endlich ein bisschen sortieren können, das ordentlich machen können. Zack.
Pfifferlinge getrocknet. Ein mit dir. So, dich kann ich einmal verkaufen. Dich kann ich auch zweimal verkaufen. Du kommst noch hier rein. Fliegenpilze konnte ich ja, glaube ich, nicht trocknen. Was mache ich da mit den 21 Fliegenpilzen? Fragen über Fragen. So. Verkaufe ich, dich verkaufe ich. So. Süßkartoffel bringt mir einzeln. Was war das mal? 240. Rasierte Süßkartoffel bringt mir 200. Das lohnt sich ja überhaupt nicht. Also verkaufe ich auf jeden Fall euch schon mal. Ihr bringt mir einzeln 200. Das heißt, die silbernen kann ich auch verkaufen. Und ihr bringt mir einzeln 160. Das rechnet sich trotzdem nicht, weil der Zucker schon so teuer ist. Das heißt, er wird auch verkauft. Dich kann ich verkaufen. Dann kommt der restliche Zucker in den Kühlschrank für andere Sachen, die wir vielleicht kochen. Hier mal irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Weizen da lassen. Dann ist doch gut. Vielleicht, nee, ist egal. Ich lasse jetzt den Goldweizen auch drin. Okay. Die Frage ist, was mache ich hier mit diesem schönen Platz? Wahrscheinlich nicht viel. Hier kommt der Schuppen hin. Wir machen schon mal Platz für den Schuppen. Die Fackel kommt hier auf einen der Schwinkler. Den Baum müssen wir leider fällen. Dich muss ich umsortieren. Und zwar packe ich dich wohin? Einen Moment, habe ich noch? Ich glaube, wir machen das gerade mal folgendermaßen. Zack, zack, zack. Ihr kommt hier rein. Dann muss ich euch gerade noch mal einschmelzen, damit wir eine größere Kiste bauen können. Vielen Dank. Hier rein. Ich glaube, wir deponieren einfach mal alles hier drüben rein. Scheint mir erstmal einfacher. Zack, zack, zack. Du einmal weg. Ich stelle dich erstmal nirgends auf. Haben wir noch genug Holz? Nein. Heißt, wir könnten nochmal Holz ernten, um direkt eine große Kiste zu bauen. Muss auch erstmal weg. Oh, ist das noch viel Planungsarbeit. Ich habe richtig Bock auf die, aber das eher im Winter. Zack. Im Winter wird es, glaube ich, echt entspannt und cool. Zack. Zack. Weg. Okay. Dich kann ich nochmal ernten, fast vergessen. Dann verkaufe ich hier gerade noch dich. Und jetzt, wo stelle ich jetzt noch die andere Kiste hin? Bauen, große Kiste. Wir machen das gerade mal anders. Wir machen das mal so. Perfekt, dann haben wir drei große Kisten nebeneinander. Kommst hier rein.
Hier kommt hier rein. Ich sortiere das dann alles, wenn das Lager fertig ist. Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, das ist viel einfacher. Ansonsten, Robin baut hier noch. Hier kommt der Weg auf jeden Fall hoch. Der ist auch, glaube ich, so ganz in Ordnung. Da haben wir hier in der Mitte zwei und hier könnten wir überlegen, ob wir nochmal Zäune hinbauen aus optischen Gründen. Das ist vielleicht ganz witzig. Du kommst hier drüben hin, sobald hier Platz ist. Wir müssen noch Teebäumchen bauen. Wilde Samen, Fasern, Holz. Das langsam dann hier runter geht. Machen wir im Frühling. Im Winter wächst das, glaube ich, eh nicht. Oder wächst das im Winter? Ich schau gerade mal. Wo sind denn meine wilden Samen? Hier, wilde Samen, Fasern. Holz habe ich auch noch ein bisschen. Wir machen das direkt. 5 Stück kann ich bauen. Perfekt. Fasern kommen wieder hier rein. Euch nehme ich raus. Und wir pflanzen direkt die Teesamen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Okay. Ich finde das ganz schön eigentlich hier mit der kleinen Ecke noch. Da können wir überlegen, ob wir dann so Strohboden hinbauen. Da haben wir das Rezept aber noch gar nicht. Ist aber auch ganz cool. Okay. Das gefällt mir. Du kannst hier auch mal erstmal weg. Du kannst hier weg. Nein! Ich habe die Sonnenblume gekillt. Das wollte ich nicht. Okay. Nee, das wird, glaube ich, ganz witzig. Dann können wir hier oben nämlich noch ein bisschen Felder anlegen. Und dann kriegen wir das alles hin. Sorry, das war jetzt noch ein bisschen durcheinander die letzte Zeit. Aber diese Planung ist echt. Die erfordert ein bisschen was. Also zumindest von mir. Und da müssen wir mal schauen. Kriegen wir alles hin. Ich freue mich auf den Winter. Und wie das dann weitergeht. Ich freue mich auch auf den Buchhändler, wenn er wiederkommt. Ich freue mich, dass wir dieses Buch gefunden haben, mit dem das Freundschaften schneller gehen. Das ist natürlich ein Riesengewinn. Wenn das alles ein bisschen flotter geht. Und ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Spaß hattet, wie immer, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Das hilft meinem Gemüt und dem Kanal. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Das würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Habt eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt anständig und ciao.